Moin! Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play LS17 auf der nordfriesischen Marsch, Vierfach-Map ohne Gräben in der Version 1.4. Ja, was machen wir gerade? Wir sind dabei, Felder noch anzusehen. So die letzten Reste sozusagen. Und wir sind dabei, hier mal ein bisschen Lilly nass zu machen, sozusagen. Nein, wir versorgen mal die Schweine mit allem, was sie brauchen. Ja, ist doch schön. Mehr brauchen die nicht. Was sagen denn die Schweine jetzt in der Übersicht? Die Schweine haben alles. Die Rinder brauchen Gras. Ja gut. Das können sie kriegen. Das holen wir dann gleich mal. Wir stellen uns mal mit dem hier einfach mal mit unserem Hofschlepper. So, stellen wir uns einfach mal hier hin. Den aus. Den aus. Ja, die Big M macht schön Silageballen. Die müssen wir auch dann irgendwann mal sammeln. So. Für uns geht's jetzt los hier. Grasballen sammeln und einlagern. Nein? Ja, ich weiß. Ich bin schon wieder im... habe jetzt eine Woche lang keine Ballen gesammelt. Jetzt geht's wieder los. Übrigens, ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende. Ja. Und wir gucken mal, was wir hier so alles machen. Nein, wir sind jetzt dabei, mal so ein bisschen, wie gesagt, es wird angesät und wir sind auch dabei, ein bisschen was soll ich denn sagen? Achso, Produktionen im Gang zu halten. Und hier holen wir uns jetzt einfach mal Ballen. All you can ball, sozusagen. Ja, ich fahre mal hier ein bisschen dichter dran. Das hat mehr Wert, als wenn ich nachher irgendwelche Ballen hier liegen lasse. 150 Ballen liegen auf diesem Feld. Die werden wir jetzt natürlich nicht alle auf einmal wegkriegen. Aber ich glaube schon ein ganzes Ende. Und ich muss ja sagen, ich habe zwar ja letztens ein Tipps und Tricks Video veröffentlicht, wie man die Ultima, also wie man den Spielstand wieder laden kann, wenn die Ultima den versaut hat. Ich habe allerdings inzwischen einen Patch im Internet gefunden. Eine Extension oder irgendwie sowas für die Ultima, die man einfach in seinen Mod-Ordner kopiert. Und jetzt, also ich habe gestern in der Aufnahmesession habe ich die Ultima laufen lassen und habe dann das Spiel gespeichert und beendet. Und ich konnte es heute ohne Probleme laden, ohne dass ich hier irgendwelche XML-Dateien oder sowas anpassen musste. Das heißt, im Moment hoffe ich, dass dieser Patch funktioniert. Durchdrehende Reifen, Aufgabe erledigt. Ja, muss ich mir gleich alles angucken. Ich will eben hier die Ladung Ballen abladen. Ja, sind doch ein paar Grasballen drin. Rohballen haben wir hier auch noch genug. Ach so. Haha. Was ich ja machen wollte. Meine Kühe brauchen Gras. Und jetzt wollte ich mal ein bisschen Gras hier verteilen. Und dazu fahren wir jetzt mal hier rein.
Weiß jetzt gar nicht, wo der Gras-Trigger ist. So, das sieht doch gut aus. Achso, den Strohballen. Naja, egal. Darauf wollen wir jetzt mal nicht. Und jetzt müssten ja die. Ja, jetzt haben sie alles. Jetzt gibt's hier nichts mehr zu meckern. Wir fahren hier wieder raus. Und wir picken uns unseren Anhänger wieder an. Sammeln weiter Ballen. 150 Stück ist ja auch schnell gemacht. Ne? Das sind ja nicht wirklich viele Fahrten. Ne? Die haben wir ja hier schnell runter. So, und die bringen wir dann alle nicht hier vorne hin. Sondern die bringen wir alle bei den Schafen zu dem Lager, damit wir dann da die Mischfutterfabrik auch in Gang halten können. Genauso mit den Silageballen, die wir pressen auf Feld 2, also auf Grasfeld 2. Die kommen auch alle dahin. Ja, einfach damit wir genug Reserve haben. Schön sauber arbeiten. Machen wir jetzt erstmal hier so ein bisschen, dass wir da oben dann ein Viereck haben, was wir holen können. Dass wir nicht immer hier unten ganz rumfahren müssen. Ich meine, müssen wir sowieso, um zum Lager zu kommen, aber ihr versteht, was ich meine, ne? So. So, jetzt haben wir es auch gleich. Zwei Stück noch. Dann geht's ab zum Lager. Ja, guck mal, jetzt haben wir doch schon eine ganze Menge. Achso, ich wollte mich um den Axion kümmern, dass der weiter Felder ansehen kann. Ja, der Unimog, der macht bei uns die Wasserversorgung hinten am. Bei den. Beim Gemüse. Ja, läuft nicht, aber egal. Ja, hier haben wir 1500 Strohballen im Moment gelagert. Wer das verfolgt hat, weiß das. Zack. Jetzt haben wir auch gleich noch ein paar Grasballen. Dass wir von allem genug haben. Unseren Tieren geht's gut. Wieso wird mir eigentlich hier oben nicht angezeigt, wie die, was die für eine Sauberkeit und so haben, links oben in dem Inspect-Plugin. Normalerweise zeige ich mir das doch mal an. So, ich will mal eben hier zu dem Class Axia.
Der hat alles gemacht. Dann wollen wir den erst einmal eben voll machen hier. Dann auf Feld 8. Ja. Ach komm. Warum machst du das nicht? Nervig. Das ist doch nervig. Das hatte ich doch sonst auch schon. Weiß nicht mehr, wie ich es hingekriegt habe. Wollte nicht ausmachen. Mann. Immer wieder diesen. Bauen wir andersrum. Gucken, ob wir dann klarkommen. Glaub's ja fast nicht. Sag mal. Gibt's denn hier nicht? Muss ich noch irgendwas machen? Also den Motor muss ich eigentlich nicht laufen lassen. Habe ich sonst auch nie. Ich weiß es nicht. Sonst hat das geklappt hier. Leute, das macht keinen Spaß. Könnt ihr euch das vorstellen? Muss auch nicht an sein dafür eigentlich.
Ich weiß es nicht. Ich bin hier gerade völlig überfragt. Ich weiß es echt nicht. Ist nicht. Ach, ist ja voll. Ich bin ja auch dämlich. Ich guck die ganze Zeit auf den Dünger. Oh Mann. Das muss bestraft werden. So viel Dummheit muss bestraft werden. Mann, ey. Oh, ist mir das unangenehm. Ist mir das peinlich. So, noch eben schnell auf Feld 8. Da wird Mais angepflanzt. Oder? Ja, ich glaube schon. Ja, so ist das. So läuft das hier. So, Feld 8. Aktuelle Fahrzeugposition, Vorgewende, ja. Zwar scharf. Oh, Entschuldigung, das war nicht meine Absicht, bin ins Mikro gekommen. Feld 08, sehen. Ich hoffe, jetzt am ersten Wegpunkt anfängt und nicht da hinten irgendwo. Oh, der Vario hat sich freigefahren. Das ist ja schön, man muss nur lang genug warten. Oder wie? Ja, das sollte ja auch schnell gemacht werden. Schnell gemacht sein. Ah, fährt sich woanders fest. Oder er ist noch gar nicht richtig losgefahren. Doch, ich glaube schon. Wie war das? Da gab es auch Probleme, wenn man drin sitzt oder so, ne? Dann fährt er das nicht alles an oder sowas. Okay, fährt einfach weiter. Obwohl hier nicht voll ist.
fährt auch hier einfach weiter. Wo hier mal gar nicht voll ist. Hier ist auch nichts. Das ist ja jetzt so ein bisschen schade. Ich will jetzt aber auch den Kurs nicht neu einfahren. Ich habe einfach mal so die Hoffnung darauf, dass es ein Cosplay-Problem ist. Auch hier fährt er nicht. Flüssigkeitstransport. Und hier kommt er jetzt wieder nicht um Kurve. Ach so, er hat ja auch gar kein Wasser hinten drin. Wieso füllt er nicht auf? Ah, ich glaube, ich weiß warum. Ich glaube, ich weiß warum. Ja, ja, alles klar. Fährt er jetzt hier nicht? Irgendwas ist da doch komisch. Flüssigkeitstransport durch, oder? Weiß ich nicht. Verstehe ich nicht, warum er das nicht macht. So, bei ihm hier glaube ich zu wissen, woran es liegt. Weil er nämlich noch hier Dingens da drauf hat. Weil er hier noch wie heißt es denn? Kompost drauf hat. Und deshalb macht er das nicht wahrscheinlich. Letztlich. Das machen wir mal leer. Und jetzt gucken wir mal, ob er es jetzt macht. Ja, das macht er zumindest. Jetzt fährt er zwar wieder hier vorne gegen. Ja, super. Und wieder voll. Ja.
Ja, das geht doch. So. Das versteht auch keiner, ne? Warum man das macht. Egal. So. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir ein Like, hinterlasst mir einen Kommentar, abonniert mich. Ja, findet mich bei Facebook, Friesenjung13. Könnt ihr mir ein Gefällt mir hinterlassen. Dann kriegt ihr immer Nachricht, wenn ein neues Video veröffentlicht wurde. Oder was weiß ich, wenn ich plane, irgendwas Besonderes zu veröffentlichen. Eins von meinen Tipps und Tricks Videos. Oder wenn ich, was weiß ich, veröffentlichen will. Wenn ich einen Livestream machen will oder sowas. Ja. Das können wir mal gucken. Schauen wir mal. In diesem Sinne sage ich dann mal ciao.